Hallo Hansa-Fans, die Saisonpause neigt sich dem Ende und endlich geht's wieder los mit der schönsten Nebensache der Welt. Naja, für einige auch die schönste Sache der Welt. Fußball mit dem FC Hansa Rostock ist angesagt. Höchste Zeit, die vergangene Spielzeit zu resümieren, uns auf den aktuellen Stand zu bringen und einen kleinen Ausblick in die neue Saison 2016-17 zu wagen. Und mit wem kann man das besser als mit unserem Cheftrainer? Herzlich willkommen, Christian Brandt. Hallo. Christian. Letzter Spieltag der vergangenen Saison. Der FC Hansa Rostock gewinnt verdient gegen Halle mit 3:1 und auf den anderen Plätzen nimmt der Wahnsinn seinen Lauf. Cottbus und die Stuttgarter Kickers steigen ab. Bremen 2 und Wien Wiesbaden mit Urgestein Alf Minzel schaffen es tatsächlich über den Strich. Was für ein unglaublicher Krimi, oder? Ja, das war in der Tat sehr, sehr spannend und aufregend, also auch für uns. Ich meine, wir waren in einer ziemlich komfortablen Situation. Wir standen auf dem Rasen, haben immer geguckt, wie es so aussieht. In der 90. war, glaube ich, noch Stuttgarter Kickers im Rennen. 90 plus 2 war Stuttgarter Kickers dann plötzlich, oder die Stuttgarter Kickers waren plötzlich abgestiegen, weil Wien Wiesbaden irgendwo noch ein Tor erzielt hat. Hat man da noch Zeit oder Gedanken, ein bisschen Mitleid für diese Vereine oder sagt man auch, bin ja froh, dass es uns selber nicht erwischt hat? Naja, klar, also man denkt schon daran, man weiß ja auch, was auf den anderen Plätzen los ist, an Bestürzung und an Trauer oder beziehungsweise auch an Freude, aber ich sehe das schon auch eher pragmatisch. Wir haben uns gerettet und wir haben auch alles dafür getan während der Rückrunde, dass wir das schaffen. Und alle Mannschaften haben ja 38 Spieltage lang Zeit, sich in so eine Situation zu bringen, dass sie nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Die Kogge ist auf Tabellenplatz 10 eingelaufen. Zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, natürlich. Also wir sind ja auch nicht wahnsinnig. Also nach der Hinrunde und auch noch teilweise dann zum Start der Rückrunde sah es wirklich auch schwierig aus. Von daher sind wir natürlich total zufrieden. Aufsteiger Dresden, Aue und die Mannschaft der Stunde Würzburg. Im Großen und Ganzen gesehen sportlich schon die Mannschaften, die es verdient haben, hochzugehen. Ja, finde ich grundsätzlich immer. Die Mannschaften, die aufsteigen, haben es verdient und die, die absteigen auch. Wir haben uns mal die Mühe gemacht und alle Online-Umfragen zum Thema Aufstiegsaspiranten der letzten Wochen mal zusammenzufassen. Nimmt man die Ergebnisse der Fan-Umfragen, landen auf Platz 1 bis 3 Duisburg, Chemnitz und Paderborn. Eine separate Umfrage unter allen Drittligatrainern hat ergeben, Duisburg, Chemnitz, Paderborn. Ja, Christian, das Aufstiegsrennen ist gemacht. Teilst du diese Meinungsumfragen? Ja, es ist ja auch relativ leicht zu sagen. Man neigt ja auch dazu, dass man dann erstmal allen Druck von sich weiß. Und ich habe auch, glaube ich, Duisburg, Paderborn und Chemnitz gesagt. Das ist halt sehr einfach. Die Mannschaften haben das größte Budget, die haben relativ groß zugeschlagen auf dem Transfermarkt. Duisburg ist ein Absteiger, Paderborn ist ein Absteiger. Und ja, das ist auch ein sehr praktischer Weg, dann einfach den Absteigern mal den Schuh des Aufstiegs hinzuwerfen. Sollen die das mal machen? Aber ich bin davon überzeugt, dass ganz viele Mannschaften insgeheim sich auch Chancen ausrechnen. Und ich meine gelesen zu haben, Münster siehst du auch gar nicht so schlecht. Ja, Münster sehe ich auch sehr gut. Ich glaube, wir haben einen guten Trainer, eine gute Mannschaft und ja, da bin ich auch sehr gespannt. Aber wie gesagt, in der Liga ist auch alles möglich und ich glaube, Cottbus und Wien Wiesbaden, die wären auch letztes Jahr gerne aufgestiegen und das Ende ist ja dann auch anders gekommen. Was ich überraschend fand, dass der FC Hansa Rostock in allen Umfragen eigentlich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Nicht mal ein Drittligatrainer, nicht mal Peter Vollmann, hat den Namen Hansa Rostock in den Mund genommen. Ist es tatsächlich so, dass wir nur noch Mittelmaß sind in dieser Liga? Ja, wie gesagt, also ich würde darauf nicht so viel geben. Die Trainer machen sich es oft einfach und die sehen halt die Aufsteiger und die, ja, die Mannschaften, die eine gute Rolle spielen können. Ich habe keine Ahnung, wonach die anderen Trainer das sehen. Also die haben immer auch sehr viel mit ihren eigenen Mannschaften zu tun. Und ja, mir ist es eigentlich grundsätzlich total egal. Was können wir von unserer Mannschaft in der nächsten Saison erwarten? Welcher Tabellenplatz wäre ungefähr realistisch? Ja, also in der Liga würde ich, also da möchte ich mich gar nicht aufs Glatteis begeben. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht zu sagen, wir wären 6., 7., 8. oder 9., sondern ich denke, dass es vielmehr wichtig ist, dass wir in den Spielen alles raushauen, dass wir uns weiterentwickeln als Team, um sowohl spielerisch als auch von der mentalen Leistungsfähigkeit nochmal einen Schub nach oben machen. Und dann denke ich, ist auch jede Menge möglich. Ob das dann am Ende der 8. oder 5. Platz ist, das werden wir sehen. Aber es wird auf jeden Fall wieder eine sehr spannende Saison. Wenn du dir jetzt unseren aktuellen Kader so mal im Geiste vor Auge führst, bist du damit eigentlich im Vergleich zu den anderen Drittligisten wunschlos glücklich? Oder würdest du auf der einen oder anderen Position noch eine tatkräftige oder schlagkräftige Alternative verpflichten?
Ich denke schon, dass wir im Offensivbereich ja, noch Luft nach oben haben. Wir müssen nach wie vor noch unsere Torgefahr stärken. Wir sind auch auf der Suche nach einer Verstärkung noch für die Offensive. Aber es ist nicht so, dass wir panisch werden. Wir wissen um unsere finanziellen Möglichkeiten. Ich bin mit dem Kader grundsätzlich, wie er jetzt ist, bin ich zufrieden. Wir müssen nicht in Aktionismus verfallen. Dafür ist eigentlich auch alles okay. Aber klar, wenn der Spieler da ist, von dem ich überzeugt bin, dass er uns weiterhilft, dann machen wir da schon noch was. Von welchem Spieler wärst du denn zum Beispiel überzeugt? Ja, wir haben so 2, 3, 4 Jungs auf dem Zettel, aber natürlich darf ich die Namen hier nicht verraten. Gut. Habe ich mir schon gedacht, dass sich unser Cheftrainer nicht locken lässt. Und dann werde ich gleich mal meinen Joker ziehen. Vielleicht wirkt das hier was. Gefrorene Kindermilchriegel sollen der ultimative Lippenlöser bei unserem Cheftrainer sein. Stimmt's? Ja, sind fantastisch. Hast leider Pech, weil ich gerade eine Zuckerreduktionsphase habe. Aber ich nehme die gerne mit und vielleicht einen oder anderen Abend, wenn es mir dann ganz schlecht geht, dann esse ich die doch. Die sind allerdings aber wirklich super. Wenn die gefroren sind, dann sind die tatsächlich fantastisch. Eine Woche tiefgefroren im Kühlschrank. Haltbarkeitsdatum 2018, also funktioniert. Ja, aber das Haltbarkeitsdatum soll ja jetzt auch abgeschafft werden, habe ich gelesen. Tatsächlich? Mhm. Soll es jetzt bald nicht mehr geben. Na, dann werden wir 2020 hier sitzen, dann kannst du die mal probieren. Wenn wir es bis dahin schaffen mit den Dingern schon. Wir schaffen. Viele Fans sehen das so wie du, dass die Offensive eine Baustelle ist. Wenn wir jetzt mal den Sturm ganz kurz zusammenfassen. Marcel Ziemer, torgefährlich. Verletzungsanfällig ein bisschen. Sofian Benjamina laboriert noch so an den Folgen des Schienbeinbruchs so ein bisschen herum. Melvin Platje, mein letzter Wissensstand, Adduktorenprobleme hat er auch gehabt. So auf die gesamte Saison gesehen, ein bisschen dünn vorne, oder? Ja, also ich würde das auch nicht unbedingt auf die Sturmposition alleine beziehen, die Torgefahr, sondern ich würde schon auch eher sagen, dass aus dem gesamten Mittelfeld mehr Torgefahr entstehen muss. Es ist für mich zu einfach zu sagen, die Offensive ist gefordert mit den Stürmern, sondern für mich ist es genauso wie mit der Defensive, dass nicht nur die beiden Innenverteidiger und der Torwart und der Links- und Rechtsverteidiger zuständig sind, damit wir keinen Treffer kassieren, sondern auch da ist es die ganze Mannschaft, die sowohl defensiv als auch offensiv zulegen muss. Und ich finde in der Offensive auch, wir haben viele gute Mittelfeldspieler, aber die müssen halt auch im vorderen Drittel, da wo es dann wirklich brennt und wo Tore zu erzielen sind, da müssen sie sich einfach auch ganz klar verbessern. Hm. Schienbeinbruch von Sofian Benjamina im Trainingslager und eine üble Verletzung. Das erinnert so ein bisschen an deine Vergangenheit, weil fast auf den Tag genau heute sind es 18 Jahre her, da hast du eine ähnliche Blessur erlitten. Ja, das ist wirklich eine schwere Verletzung auch, aber ja, man muss da als Profi durch und der Sofi, der schafft das auch. Ich habe es auch überwunden und Sofi ist ein cooler Typ, der kriegt das schon auf die Reihe. Merkt man in dem Augenblick, dass was ganz Schlimmes passiert ist oder ist man noch so voll Adrenalin, dass man das einfach ausblendet? Ja, ich weiß noch, bei mir also war relativ klar, ich habe sofort gemerkt, dass es nicht so gut aussieht. Ich hatte auch ein Geräusch gehört beim Zusammenprall mit dem Spieler, hatte aber noch gehofft, dass es sein Bein ist, ehrlich gesagt. War dann leider nicht so und die erste Woche nach der OP, die war richtig finster, das hat wirklich saumäßig weh und danach ging es dann aber auch aufwärts, also Das sind so 6 Monate, wo der Körper dann einfach ja, andere Dinge auch irgendwie wieder lernen muss. Und da lernt man aber auch zu schätzen, was man an so einem Beruf hat, dass man sich gesund über den Platz bewegen kann. Und ja, die Verletzungsgefahr gehört zu unserem Job dazu. Und ja, manchmal trifft es einen und manchmal nicht. Hm. Stimmt eigentlich die Geschichte, dass du nach dem Schienbeinbruch im Krankenhaus gelegen hast, auf den Arzt gewartet hast? Und dann kam eine Krankenschwester rein, die sich nicht nach deinem Wohlbefinden erkundigt hat, sondern nur, was hatte sie im Sinn? Ja, sie wollte mein Trikot. Also kann ich verstehen, aber... tatsächlich so gewesen, ja, ne? es war auch in diesem Krankenhaus, das war wirklich auf finster. Ich lag da in so einem abgedunkelten Raum. Ich musste da warten noch irgendwie auf den Doktor, der noch von der Betriebsfeier kam. Und das war wirklich, das waren wirklich so 30, 40 Minuten und gefühlte Ewigkeiten, wo ich da alleine rumlag und da gehen einem ja sämtliche Gedanken durch den Kopf, ob man jemals wieder spielen kann und wie das weitergeht auch. Und da weiß ich noch, die Schwester selber war fantastisch, die war super nett, aber die hat tatsächlich nicht gefragt, wie es mir geht, sondern wirklich gefragt, also ich weiß es noch ganz genau, es ging, die haben mir diese Narkose gelegt und ich war schon so ein bisschen am Wegdämmern und war da auf dem Weg, man wird dann ja so umgeklappt dann, um in diesen OP-Raum zu kommen, da darf man ja vorher nicht rein irgendwie. Da lag ich da und hat die mich irgendwie, als ich schon fast im Delirium war, gefragt, ob sie das Trikot haben können. Und die so, naja, nehmen Sie, was Sie wollen, Sie können alles nehmen. Hauptsache, ich komme wieder raus.
Okay. Laut Berichten bist du nach dieser üblen Verletzung fitter und austrainierter zurückgekommen als je zuvor. Wie hast du das gemacht? Ja, ich hatte einen guten Freund, der war so semi-professioneller Radrennfahrer und auch Fahrradkurier, Weltmeister damals. Und der hat mir angeboten, mich da fit zu machen. Und ja, man muss ja sehen, das ist jetzt mittlerweile auch schon, puh, was haben wir heute? Ja, 20 Jahre her, mehr oder weniger. Und es war einfach für mich eine fantastische Gelegenheit, richtig fit zu werden. Wir sind dann in Bremen und umzu, immer, wie man so sagt, durch die Gegend geradelt. Am Anfang war mein Bein so festgeschnallt auf dem Fahrrad und das wurde dann halt immer besser und für die Ausdauer war das natürlich fantastisch. Es war keine Gelenkbelastung, es war unglaublich anstrengend, aber es hat mir sehr, sehr geholfen. Ist das vielleicht auch so ein Grund mit, dass du auf einen Athletiktrainer wie Björn Bornhold so große Stücke hältst? Nee, das hat damit nichts zu tun, aber es ist schon so, dass der Fußball natürlich brutal athletisch geworden ist. Also auch wenn man ganz gleich in welcher Liga man schaut, wenn man da schaut, also die Jungs sind einfach total austrainiert und es wird immer schwieriger für Spieler, die nicht fit sind, da mitzuhalten. Also manchmal geht es auch auf Kosten der Technik und der Taktik auch, dass es manchmal schon zu viel Athletik ist. Aber man hat es auch gesehen, die dritte Liga jetzt im Speziellen für uns, die hat auch nochmal zugelegt an Athletik und an Power. Und da muss man einfach vorbereitet sein. Und das ist ja eine große Anforderung für den Körper. Und da müssen wir fit sein. Und ich bin sehr, sehr froh, dass der Björn da ist. Und dass das Trainerteam so zusammenbleibt, auch mit Björn Bornhold, das stand ja schon ein paar Tage und Wochen fest. Aber seit ein paar Tagen haben wir nur offiziell mit René Schneider einen neuen sportlichen Leiter. Hast du schon mit ihm sprechen können? Vielleicht hat der ja einen Stürmer als Antrittsgeschenk mit im Gepäck dabei. Ich habe mit ihm gesprochen, aber den Stürmer hat er noch nicht dabei. Ich glaube, René, der passt ganz gut in das Team, ist, glaube ich, ein Teamplayer. Ich habe früher selber mit ihm noch kurz zusammengespielt. Der war übrigens auch häufig verletzt in der Zeit. Ja, man muss mal sehen, wie sich das findet. Ich denke, er muss sich auch mal einleben und wieder richtig ankommen. Auch im Profifußball, das hat er jetzt auch ein paar Jahre nicht gemacht. Aber ich denke, hier bei Hansa ist er willkommen auf jeden Fall. Und es wird bestimmt eine gute Zeit. Es ist nicht eine tolle Geschichte, dass Christian Brandt, Uwe Ehlers und René Schneider, die zur gleichen Zeit aktive Spieler hier bei uns waren, dass die jetzt zusammen die sportlichen Geschicke der Kogge leiten? Ja, es ist im Fußball ja nicht so selten, aber unsere Generation ist jetzt gerade dran. Das ist nun mal so, also in dem Alter, in dem wir uns befinden. Und klar, der eine macht den Trainer, der andere den Assistenztrainer und der nächste macht den sportlichen Leiter. Also von daher, ja klar, es ist eine tolle Sache. Es ist immer schöner, wenn man mit Bekannten arbeitet, als ja, wenn wildfremde Menschen dazukommen. Wobei ich auch sage, für mich wäre alles okay gewesen. Es geht für mich darum, dass das Team stimmt, dass wir alle gemeinsam Erfolg haben und das geht bei der Geschäftsstelle los und das hört dann ja bei den Physios, bei den Materialwerten und beim Busfahrer auf. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Und Nicht. David bei dir natürlich auch. Danke. Kannst du dich zufällig an ein Pflichtspiel erinnern, wo ihr drei zusammen im Kader stand, was wir gewonnen haben? das habe ich tatsächlich auch schon mal überlegt, weil aber, ich glaube, der René war wirklich in der zweiten Phase, als er bei Hansa war, war er extrem häufig verletzt und ich kann mich nicht mal, außer vielleicht in der Vorbereitung daran erinnern, dass wir gemeinsam auf dem Platz standen. Also da müsste ich wirklich Ich hab, richtig archivieren. wir haben alles durchgeguckt und so bitter es klingt, es gibt keins. Ich habe es mir fast Ja. gedacht. Also normalerweise erinnere ich mich auch an viele Spielsituationen noch von früher, aber tatsächlich mit Uwe und Schnarz, da kann ich mich jetzt im Moment auch an nichts erinnern. Deswegen würde ich vorschlagen, wir fangen einfach gleich am ersten Spieltag in Regensburg mit diesem Sieg an, um die Scharte auszuwetzen. Was meinst du? Ja, ist immer gut, mit einem Sieg anzufangen, obwohl das natürlich auch nicht so leicht wird. Thema Regensburg, du hast gesagt, völlig wurscht, gegen wen wir da zu Anfang spielen. Irgendwann müssen wir ja gegen jeden ran. Aber irgendwie ist es doch schon so ein bisschen was anderes, wenn man gleich am ersten Spieltag an dieser alten Wirkungsstätte da auftritt. Also tatsächlich ist es für mich jetzt im Moment total egal. Bestimmt wird das dann ein bisschen auch so sein. Man sieht dann ja auch Bilder und trifft dann ja auch Leute, mit denen man zu tun gehabt hatte. Diese Zeit in Regensburg, das ist für mich schon auch ziemlich weit weg, weil die Zeit bei Hansa auch sehr intensiv und sehr schnell ist. Und ja, ich freue mich einfach, gewisse Menschen auch wiederzusehen, eigentlich auf alle, die dort arbeiten. Es war eine gute Zeit auch für mich. Aber jetzt bin ich bei Hansa und darüber bin ich eigentlich noch viel froher.
Regensburg hat ja im letzten Jahr ein neues Stadion gekriegt. Kennst du aus persönlichen Erleben diese Continental-Arena schon oder warst du nur im Jahnstadion aktiv? Nee, wir haben letztes Jahr im Juli haben wir das Stadion eingeweiht. Mhm. Wir haben unsere Meisterschaftsspiele dort gemacht damals und wir hatten super Spieler auch vor ausverkauftem Haus, da waren auch 15.000 Zuschauer. Damals gegen Bayern München 2, dann haben wir gegen die Profis gespielt, mit Regensburg gegen die Bundesligamannschaft, das war super. Also, und das ist schon auch ein gutes Stadion, wenn da eine Energie überschwappt von den Fans auf die Spieler beziehungsweise umgekehrt, dann ist da schon richtig auch richtig was los. Wie ist da dein persönlicher Geschmack? Eher so ein Oldschool-Stadion, wo man sich noch einen Splitter im Hintern einreißt oder eine moderne, vollklimatisierte Neubau-Arena? Ist mir egal. Also wichtig ist für mich, dass der Platz, auf dem wir uns bewegen, dass der gut ist. Aber es muss auch schon ein gutes Feeling sein, wenn man da auf der Tribüne ist. Also ich denke, das Ostseestadion ist nicht zu überbieten und danach können die anderen mal schauen, was geht. Perfekt. Betreiber der Continental Arena, im Übrigen die Regensburger Badebetriebe. Bietet sich ja für ein schönes Wortspiel in der Kolumne an, je nachdem, wer baden geht natürlich. Ja, also ich habe auch davon profitiert. Ich hatte ja auch immer eine Freikarte fürs Heimbad. Okay. Aber pro Kolumne, eine Weile bist du ja unter die schreibende Zunft gegangen, hast Kolumnen für Spiegel Online geschrieben. Wie kam das? Boah, das ist alles schon. Du stellst so viele Fragen aus der Vergangenheit, David. Also deshalb muss ich mich wirklich bemühen, da nochmal wieder rumzukramen. Wie kam das damals? Also mich hat jemand von Spiegel Online angefragt und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könne, für die was zu schreiben. Und dann ist das so entstanden. Aber das war eine super Abwechslung, hat Spaß gemacht. Und das Schönste ist, also derjenige, der mich damals gefragt hat, ist jetzt ein guter Freund von mir. Aber dauerhaft Journalist, das war dann doch nichts. Ja, ich habe das eine Zeit lang gemacht, das hat Spaß gemacht. Ich hatte dann irgendwann auch keinen Bock mehr nach meiner aktiven Zeit auf Fußball so ein bisschen. Ich hatte auch die Nase voll, auch von den vielen Verletzungen und wollte auch Abstand. In der Zeit habe ich das ein bisschen intensiver gemacht auch, habe für eine Zeitung geschrieben. Aber irgendwann hat mich das Fieber dann wieder gepackt und ich bin zurückgekehrt zum Fußball. Das war auch für mich ein bisschen überraschend, aber bis jetzt hat es sich gelohnt. Gab es neben Journalistik noch andere Möglichkeiten einer Berufswahl außer Trainer? Boah. Was kann man denn noch machen? Ja, ich kann Zahnarzt oder was? Ich kann auch gewisse Dinge reinwerfen. Architekturstudium. Boah Gott, ja, ein Freund von mir hat das gemacht, der hat mich da mal mitgeschleppt in so ein Büro, aber das war nichts für mich. Technischer Zeichner? Ja, auch nichts. Also ich war in Mathe auch eine Null. Ich war auch wirklich nicht gut und das war auch so eine Übergangsphase. Also Gitarrist, so richtig interessiert. Gitarrist in der Rockband? Das wäre geil gewesen. Da wäre ich dabei gewesen. Das hätte mir wirklich gut gefallen. Ist ja auch gut, also wenn dann da irgendwie 40.000 Leute feiern. Keine Ahnung, nur wenn man A-Moll richtig spielt, ist auch schon was. Gut, viele interessante Berufsmöglichkeiten. Zum Glück ist es ja Trainer geworden. Ein letztes Highlight, das haben wir noch in petto. Aus der Vergangenheit? Mhm. Ah, schön. Vielleicht auch aus der Zukunft. Christian Brandt als Model. Und Achtung, jetzt kommen teilweise unveröffentlichte Aufnahmen aus dem Hansa-Archiv. Oh wei, oh wei, das sind ja mal ganz bittere Fotos. Scheiße, das ist schräg, das wird aber nicht gezeigt, oder? Sowas? Wir zeigen alles. Haben wir schon gedacht. Das ist jetzt auch richtig schlechte Trikots und alles eigentlich auch schlecht, auch ich bin schlecht und boah, weg. Ich leg das hier mal hin, ne? Mhm. Gut. Das ist so der Moment, wo man sagen könnte, ich war jung und ich brauchte das Geld. Ja. Ja. Oder einfach zur Seite legen, passt einfach dann auch. Einfach mal zur Seite legen, ich muss es glaube ich nicht mehr kommentieren. Stichwort Geld, das kann der FC Hansa Rostock natürlich immer sehr gut gebrauchen. Und umso wichtiger war es ja, dass wir den Landespokalsieg eingefahren haben, auch wenn wir den vielleicht, zumindest wir Fans, verbuchen und der Schwein gehabt. Ja, wir haben die Saison nochmal richtig ausgekostet an dem Spieltag und muss einfach nur sagen, wir waren einfach schlecht auch an dem Tag. Wir haben es durch das Meterschießen gewonnen, die muss man auch erstmal verwandeln, die Dinge. Das haben wir bei EM erlebt, da gibt es auch viele Jungs, die es nicht so gut können. Wir haben das hinbekommen und damit ist es auch abgehakt und jetzt freuen wir uns auf das Pokallos gegen Düsseldorf. Mhm. Ein Foto von Markus Völker, das bezeichnend ist für diesen Spieltag. Nach dem Schlusspfiff, die Hansa-Fans laufen jubelnd über das Spielfeld und ein Schönberger Spieler liegt noch eigentlich mittendrin und wird da überrannt. So eng liegen Freud und Leid da tatsächlich zusammen, ne? Ja, es ist tatsächlich so. Das hat man ja auch bei der Europameisterschaft wieder gesehen. Wenn man den Ball aus 10,80 Meter nicht ins Tor kriegt, dann liegt man am Boden und weint. Hm. Egal, wir haben gewonnen. Fragt ja nach einiger Zeit kein Mensch mehr nach. Ich weiß nicht,
wie es dir dabei geht, aber diese DFB-Pokalauslosung mit dem ganzen Quatsch drumherum, okay, aber wenn dieses Los Hansa Rostock gezogen wird, die Kugel und dann dieser Moment, wenn es kribbelt, wer wird jetzt unser Gegner, bist du da auch so emotional? Hast du die Übertragung überhaupt geguckt oder siehst du das ganz pragmatisch? Also ich war zu dem Zeitpunkt tatsächlich in der Schweiz und ich habe es versucht übers Fernsehen zu streamen, irgendwie über ein Kompi oder so, aber das ging nicht, weil die Rechte sind einfach dann in Deutschland, ich konnte das nicht sehen und musste dann hinterher auf eine Online-Plattform gehen, um zu sehen, gegen wen wir überhaupt spielen. Und das war, ja, ich habe das Live-Erlebnis leider verpasst, weil es nicht ging. Ist ja schon oft genug bewertet worden, was dieses Los nur sein könnte, wollen wir uns auch gar nicht lange dran aufhalten. Interessant finde ich aber, wie bewertet denn der Gegner das Los Hansa Rostock? Und im Fanforum Fortuna Düsseldorf, da sind die fast einhellig einer Meinung, Zitat, Hansa Rostock ist ein richtiges Kacklos. Vielleicht nicht die charmanteste Beschreibung, aber mit Kacklos können wir doch leben. Ja, ist ein Kompliment für uns, bestimmt. Und ich glaube, deutschlandweit weiß man auch, dass es unglaublich schwierig ist und wird, in Rostock zu gewinnen. Also ich denke, wir sind mittlerweile wieder also so weit, dass wir sagen können, wir sind eine Macht zu Hause. Und ich denke auch, Düsseldorf wird es nicht einfach haben, hier zu gewinnen. Du selbst warst ja mit Hansa im Pokal durchaus auch erfolgreich. Was war da der größte Erfolg? Ja, wir waren damals, ich glaube im Jahr 2000 waren wir im Halbfinale, haben gegen Bayern München gespielt und wir hatten wirklich eine große Chance, das Spiel zu gewinnen, aber leider haben wir doch die besten Chancen nicht verwerten können. Halbfinale Bayern München, das wäre natürlich was. Aber das war das Spiel, wo Lothar Matthäus dich so beschimpft hat. Weißt du noch, was er gesagt hat? Ja, er hat ja mal viel geredet, aber er meinte irgendwie, ich hatte den Schiedsrichter gegen sie aufgewiegelt und ja, ach so Trash-Talk gehört ja immer dazu und hinterher hat er sich dann entschuldigt, aber es war mir auch egal, weil die haben ja gewonnen, wir haben verloren, dann interessiert mich das dann auch nicht mehr. Dann kann man immer großmütig sein. Ja, ne? Genau, der hat dann mit all seiner Lothar Matthäus schön Großherzigkeit hat er uns gelobt, wie toll wir waren, aber... Danke. Und genau, weiter geht's. Genau. Grüner Schiri-Verhetzer hat er gerufen. Ja, sowas. Gut, aber mit Lothar ist alles geklärt. Mit Uwe Klein, dem aktuellen Chef-Scout und Kaderplaner der Düsseldorfer, kommt ja unser ehemaliger sportlicher Leiter zurück an die Ostsee. Der hat einen Großteil des Kaders zusammengestellt, kennt viele unserer Jungs ziemlich genau. Muss uns das Bauchschmerzen machen oder ist das völlig egal? Das ist völlig egal. Also ich glaube, dass in dieser Zeit auch viel gegangen ist bei jedem Einzelnen. Ich glaube, die Jungs haben sich weiterentwickelt, sowohl auf jeder einzelnen Position, auch als auch als Team. Und Fußball ist ja, das hört sich ja auch bescheuert an, ist ja auch immer Tagesgeschäft. Und ich denke, wenn wir einen richtig guten Tag erwischen, dann sind alle Kenntnisse von Uwe Klein umsonst. Dann haben wir trotzdem eine große Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Apropos Bauchschmerzen, Fabian Holthaus. Ich denke, wir sind uns einig, ein durchaus talentierter Linksverteidiger. Viele Junioren-Nationalspieler auch mitgemacht und sogar noch fällt noch unter die U23-Regel. Frage. Warum lässt Uwe Klein den vor diesem wichtigen DFB-Pokalspiel nach Rostock ziehen? Ja, ganz einfach, der hatte keinen Auftrag mehr in Düsseldorf, der Spieler. Also die haben nicht mehr mit ihm geplant und Fabi war ja auch schon ausgeliehen das halbe Jahr vorher zu Dynamo Dresden und vermutlich ist es so, dass man da nicht mehr mit ihm geplant hat. Und wir haben keinen trojanischen Holthaus zu befürchten. Eher nein. Nein. Gut. Fabian Holthaus, soweit ich weiß, ähnlich wie viele andere unserer Fußballprofis wurden vom Vater mit zum Fußball geschleppt. War das bei dir auch so? Hat Vater gesagt, los geht's? Nee, der hatte mit dem Sport gar nichts zu tun. Mein Bruder hat mich mitgenommen. Okay. Erster Verein, BV Quakenbrück. Ja, stimmt. Ja. Und damit war dein Opa Willi überhaupt nicht einverstanden? Ja, der war Mitbegründer vom Konkurrenzverein, also VfR Quakenbrück. Und das war halt ein Grüner, ich war ein Roter und mein Bruder war auch ein Roter, weil die Nachbarjungs auch alle, die Roten waren halt in Quakenbrück. Aber irgendwann war das auch kein Problem mehr. Ja, weil spätestens als das D-Junioren-Spiel BV Quakenbrück gegen SV Ottermärsch kam, alle den Christian dann lieb, weil an das Spiel erinnerst du dich mit Sicherheit. Ja, wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Tore geschossen, aber ich habe auch einen Elfmeter verschossen in dem Spiel. Aber ich habe immer nur in der Jugend verschossen. Später als Profi ging das, aber man muss auch sagen, die konnten auch nichts. Konnten wir denen nichts. Also die hatten wir, ich weiß noch, an eine Szene erinnere ich mich, da mussten wir denen erklären, wie der Mittelanstoß geht. Das war wirklich tragisch. Aber interessant immer, Spiel ist 29-0 ausgegangen, 14 Tore Christian Brandt, aber
man erinnert sich an den verschossenen Elfmeter. Ja, ja, das ist ein Ding, ne? Der Mensch ist, weiß ich auch nicht, manchmal einfach zu negativ vielleicht. BV Quakenbrück gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Nee, den Sportplatz gibt es nicht mehr. Da stehen jetzt nette Einfamilienhäuser oder ja, Einfamilienhäuser für nette Menschen hoffentlich. Und ja, der Verein heißt jetzt QSC Quakenbrück, glaube ich. Die haben sich dann doch mal irgendwann zu einer Fusion entschieden. Die beiden Verfeindeten? Ja, 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 die verfeindeten Vereine. Oh. Und ja, Fußball hat da auch nicht mehr so eine große Bedeutung. Mhm. Du hattest noch eine ganze Menge weiterer Stationen, das würde den Rahmen auch sprengen. Was aber häufig aufgetaucht ist, dass du oft hören musstest, du bist zu klein. Nervt das nicht oder deprimiert einen das irgendwann, wenn man immer in diese Größenschublade gesteckt wird? Als Juniorenspieler? Mhm. Ja, das war zu der Zeit in Deutschland, war das ja so. Also da waren, was weiß ich, hatte Mitspieler, die waren mit 13 Jahren, sind die mit dem Auto zum Spiel gekommen. Das ist dann einfach, das ist einfach Pech. Ja. Muss man sich diesen Respekt als von der Körperhöhe kleinerer Spieler viel stärker erarbeiten als die Bullen, die dann schon gleich da aufs Feld laufen? Ja, das Problem für die Bullen war ja, wenn der Ball dazu kam. Und das Problem hatte ich ja nicht. Okay. Gut, die Großen müssen halt auch lernen, vor den Kleinen dann Respekt zu haben, zu kriegen. Müssen wir alle im Laufe unseres Lebens lernen, vor gewissen Dingen Respekt zu bekommen. Wie zum Beispiel vor dem 10-Meter-Turm in der Neptun-Schwimmhalle. Ja, das ist kein Problem. Also da springe ich so runter, das ist überhaupt keine Frage. Gut, wie hoch sind 10 Meter? Ne? Also vielen Dank an Hans Bengtsch, Hansa-Mitgliedsnummer 13.495, der uns diesen 15 Jahre alten Presseartikel zugeschickt hat, wo dann auch von der Angst des Christian Brandt vor diesem 10-Meter-Turm geschrieben wird. Weil ja. Zu Anfang hast du dann gesagt, das ist überhaupt kein Problem und während du die Stufen da hochgingst, wurde es etwas kribbeliger. Ja, das ist auch, das war nicht so clever von mir, da noch irgendwie groß drüber nachzudenken. Man muss da einfach hochgehen und hoffentlich sind ein paar Wellen auf dem Wasser und dann geht man einfach geradeaus und guckt da nicht mehr nach hinten und so. Das ist eigentlich auch gar nicht so schwierig, aber man darf halt nicht so überlegen, wie bei einigen anderen Dingen auch. Ja. Bin ich da übrigens runtergesprungen oder nicht? Ob ich laut Tag? Artikel runtergesprungen und eine Woche lang haben die Fußsohlen gekribbelt. Ja. Da gibt es auch so Eintauchtechniken. Das hat aber an dem Tag anscheinend nicht so gut geklappt. Ja, man will nur überleben. Also so, wer den Artikel genau lesen will, der kann gerne eine E-Mail schreiben an presse@fc-hansa.de. Den leiten wir dann gerne weiter. Nach der Spielerkarriere, die ganzen Tests mit den verschiedenen Berufen, egal, nur bist du Trainer. Was auffällt, dass bei dir UEFA Pro Lizenz steht? Was ist das? Wie ist das vergleichbar mit dem Fußballlehrer hier in Deutschland? Das ist ganz einfach, es ist dasselbe Diplom, aber ich habe meine Ausbildung in der Schweiz gemacht, da heißt es einfach UEFA Pro Lizenz und die Trainer, die es in Deutschland machen, da heißt es Fußballlehrer, aber das heißt dann auch im Ausland UEFA Pro Lizenz für die Teilnehmer, weil es ein internationales Diplom ist und da hat dann jedes Land seine eigene Sprachregelung. Beim Fußballlehrer gibt es aber, glaube ich, kein Kinderdiplom und das gibt es bei der UEFA Pro Lizenz. Das stimmt, das gibt es. Also das ist das alles, da muss man sich ganz, ganz langsam hocharbeiten vom Kinderfußballkurs bis ganz nach oben. Das dauert ein bisschen. Christian Brandt, der diplomierte Kinderfußballlehrer. Sehr so schön. Übrigens unglaublich wirklich, dass du tatsächlich Trainer geworden bist, wenn man folgende Zeilen von dir vom 27. November 2000 liest. Trainer sind überflüssig. Sind wir doch mal ehrlich, was machen Trainer denn schon? Erteilen Kommandos und Befehle im Stile eines Feldmarschalls. Und wenn man nicht annähernd das von ihnen Geforderte umsetzt, gibt es Stubenarrest und einen Tribünenplatz. Was muss man für ein schlechter Mensch sein, wenn man junge Männer in der Blüte ihres Seins über Trainingsplätze scheucht und sich das eigene Gesicht erst dann zu einem zufriedenen Lächeln verzieht, wenn der Puls des Spielers bei alarmierenden 210 Anschlägen angekommen ist? Ja, so sind sie, die Trainer. Hinter der Maske des gelegentlich eloquenten und seriösen Fußballlehrers verbirgt sich in Wirklichkeit niemand anderes als ein kleiner Sadist. Ernst gemeinte Worte oder fehlt da nur der heutzutage obligatorische Smiley? Ja, natürlich. Das war alles ironisch gemeint. Trainer hatten auch damals schon ihre Berechtigung und das hat sich ja zum Glück nicht geändert. Gut. Du bist ja ein Trainer, der oft sehr emotional, sehr dirigierend auch am Spielfeld dran steht. Ich habe mal eine kleine Fotoauswahl von Joachim Klug, unserem Fotografen, zusammengestellt aus verschiedenen Spielen dort, also der immer von außen alles gibt. Kann man da von außen tatsächlich Einfluss nehmen? Wird man da überhaupt gehört? Ja, sonst würde ich das ja nicht machen. Ne? Ich denke, wir sind sehr laut im Stadion. Manchmal verstehe ich den Helmer neben mir nicht mehr. Ja, also das liegt daran, dass Helmer vielleicht manchmal nicht so deutlich spricht. Aber
Obwohl Helmer ja eigentlich immer ziemlich deutlich spricht, auch, oder Helmer? Ja. Nee, also es ist schon so, dass, also wenn man das Ding coacht, dann schon auch so, dass die Jungs das verstehen. Manchmal sind es einfach nur kurze Zeichen. Aber es gehört einfach dazu, man muss dann manchmal auch wach bleiben, die Jungs wieder so ein bisschen daran erinnern, worum es da geht, zwischendurch und wieder auf Laune zu halten, auch gerade wenn sie ein bisschen müde werden. Aber ja, das muss schon alles Sinn machen. Ich mache das nicht irgendwie aus Jux und Dollerei, sondern ich erhoffe mir dann schon auch einen Effekt davon. In früheren Zeiten haben immer so die rechten und linken Mittelfeldspieler, die haben sich immer beschwert, weil sie sagen, ich muss immer vor dem hin und her laufen, dich da drüben sieht er gar nicht oder im Sturm. Die sind dann meist Mode. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen ausgeglichener. Gut. Dann wünsche ich immer eine gute Stimme sozusagen und immer viel Gehör auf dem Platz. Jetzt haben wir eine Menge über Fußball gesprochen und es gibt noch ein Thema, das vorzugsweise unseren weiblichen Fans am Herzen liegt, das ich unbedingt mal ansprechen soll, dass die immer wieder sagen, da kommen wir jetzt nicht drum rum, Christian, es ist das Thema Haare. Also, darüber können wir gerne reden, das kann man auch in einem Satz einfach abtun sozusagen, weil was soll ich mit meinen Haaren noch groß über Frisuren reden? Das ist ja eigentlich alles nur noch eine Karikatur. Es gibt sozusagen ja eine Haarhistorie von Christian Bann. Ich habe wirklich nur einige von uns jetzt mal zusammengesucht. Wir haben die kurzen blonden Haare, wir haben die braunen wuscheligen, die verzottelten. Mein Favorit sind ja die rotblonden durcheinander und aktuell so ein bisschen manchmal auch Professorenlock, ne? Professorenlook. Ja, da fehlt einfach, also hier vorne fehlen ja dann auch irgendwie ein paar Kubikzentimeter und Kubikliter und Quadratzentimeter an Haar. Also die sind einfach nicht mehr da. Da muss man das Beste draus machen. Wo mir das aber auch ehrlich gesagt total egal ist. Das sind schöne Fotos. Ich muss sagen, einige dieser Bilder sehen meinem Sohn sehr ähnlich. Also vom Gesicht. Und ja, ich kann zu allen Frisuren sehe ich Bilder und Erinnerungen aus der Vergangenheit. Und ja, schöne Erinnerung nehme ich mit nach Hause. Kannst du mitnehmen und deinem Sohn gerne zeigen. Ja, danke, das mache ich. Eine Friseuse soll dich mal als zottelig bezeichnet haben und mit Alex Jolich verglichen haben. Perlt das ab oder? Ja, ich bin manchmal einfach nur überrascht, dass das Leute einfach auch immer zu allen Dingen irgendwas sagen müssen und Dinge nicht einfach mal so stehen lassen können. Es wäre viel lustiger gewesen, sie hätte mich nicht mit irgendjemandem verglichen. Also, dass sie mich überhaupt schon zottelig genannt hat. Da habe ich mich schon gewundert, dass sie sich das getraut hat, als hätten wir jemals zusammen im Sandkasten gespielt. Aber ich glaube, ich bin zwar nicht so oft perplex, aber in dem Moment konnte auch ich nicht mehr so viel sagen. Okay. Ja, viele schöne Kolumnen, die zu lesen waren, fand ich wirklich sehr interessant. Eine wahre Fundgrube, also neben David Kadel wirklich die beste Quelle an Informationen, die man über Christian Brandt kriegen konnte. Aber nur habe ich mit David Kadel die Quelle genannt. Aber das ist ja schon ein Mann, den du sehr wertschätzen musst, weil in dem Buch Fußballgott, Erlebnisberichte vom Heiligen Rasen, da gibst du schon eine ganze Menge von dir preis. Ja, also das ist ja auch so über die Zeit entstanden. Also es waren mehrere Gespräche auch und der David hat sich damals viel Zeit genommen. Wobei ich auch sagen muss, das ist schon so lange her. Ich glaube, das ist jetzt auch 15 Jahre her oder 16 Jahre. Und da, ich habe auch weder zu dem David noch sonst zu diesen Dingen kaum noch Bezug. Also ich habe keine Ahnung, was der jetzt macht. Der hat sein Buch mit meinem Namen und mit der Geschichte verkauft, so wie mit vielen anderen Profis. Sicherlich so auch viele Dinge, die interessant zu lesen sind für den Leser. Aber ja, das war damals zu der Zeit und bis lange her. Und dieser David, der erinnert sich noch ganz gut an dich. Wir sollen beste Grüße übersenden. Dankeschön. Zusätzlich schickt er dir sein neuestes Werk. Und vorne hilft der liebe Gott. Und dass wir nicht flunkern. Ja, noch mit, geschrieben. Oh, mit persönlicher Widmung und auch ein paar Anmerkungen dazu. Ja, also das ist aber nett von ihm. Dankeschön. Beste Grüße. Aber auf dem Bild ist ja Jürgen Klopp. Ist Jürgen Klopp der liebe Gott? Ja, du sagen, oder wie muss ich das verstehen? Vielleicht will er dort so eine Assoziation bringen. Ich weiß es nicht. Ich denke, die Telefonnummer hat er mit aufgeschrieben, irgendwo mit drin. Also die von David Kadel. Da kannst du ihn ja gerne dann mal fragen. Ja, das mache ich gerne. Aber es ist auch an dieser Stelle vielen Dank, David, wenn du das mal sehen solltest in einer freien Sekunde. Weil ich glaube, der ist doch selber jetzt so voll im Business und den kennen doch auch jetzt schon viele Leute. Natürlich. Ja, der ist schon Big Player. Ist der VIP sozusagen. Der VIP oder der VIP, ja. Genau. Ja, Glückwunsch David dazu. Christian, vielen Dank, dass du dir am 227. Tag deiner Amtszeit hier so viel Zeit genommen hast und geduldig die Fragen für unsere Fans beantwortet hast. Ich denke, viele Anhänger haben eine ganze Menge Einblicke auch in deine Vergangenheit gekriegt.
bitte mach unseren Jungs ordentlich Dampf, dass 2016/17 endlich wieder ein Hansa-Jahr wird. Ja, also ich glaube, wir sind ja alle bestrebt auch, dass wir eine ruhigere Saison verleben können als letztes Jahr. Und was ich auch immer nur wieder sage, das sage ich den Jungs ja auch, es geht ja nur darum, alles rauszuhauen, was wir haben an Energie. Und ich glaube, das ist auch das, was die Fans möchten. Die möchten einfach sehen, dass eine Mannschaft auf dem Platz steht, die alles gibt. Und ich glaube, das haben wir häufig hinbekommen in der letzten Saison, beziehungsweise im letzten halben Jahr vor allen Dingen. Vorher, dazu kann ich nicht so viel sagen. Und ich kann auf jeden Fall versprechen, dass es auch in der neuen Saison häufig der Fall sein wird. Wir arbeiten an uns, wir sind auf bestem Wege und ich wünsche uns allen eine tolle Spielzeit. Was für ein perfektes Schlusswort. Das war Hansa Intim, heute mit Cheftrainer Christian Brandt. Wir freuen uns auf eine tolle Saison mit unserem Cheftrainer, mit unserem Team, mit euch zu Hause, mit allen Fans und Sympathisanten des besten Clubs der Welt. Und so ganz insgeheim hoffen wir, dass Christian Brandt sein Punkteschnitt an der Ostsee aus der vergangenen Saison so hält mit 1,76 Punkten pro Spiel. Was das bedeuten würde, kann sich jeder zu Hause selbst ausrechnen. Bis dahin, bis bald von dieser Stelle. Danke fürs Einschalten. Ahoi.